Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine weitere Folge von meinem kleinen Collection-Update präsentieren. Wir wollen uns nämlich wieder angucken, was ich mir so in der letzten Woche an Collectibles zusammengefarmt habe, beziehungsweise wir wollen natürlich auch wieder shoppen gehen. Ich habe mir nämlich über die letzten Wochen einiges an Anima mit meinem letzten Covenant-Char zusammengefarmt. Und zwar will ich jetzt die Nightfee fertig bekommen. Ich hoffe, dass ich so um die 100.000 Anima habe und da werden wir jetzt nachher auch ein bisschen shoppen gehen. Bevor wir das machen, schauen wir aber kurz ins All the Things rein. Und zwar waren wir da ja das letzte Mal bei noch fehlenden Items. Ich glaube 811 waren es, das waren 98,92% und jetzt haben wir es geschafft, über die 99% zu kommen. Wir haben noch fehlende Items 707 und sind jetzt bei 99,5% eingeblendet. Kann ich euch kurz zeigen. Haben wir hier alle Filter, wir sind im Unique-Modus unterwegs und haben halt dementsprechend hier aber alles drin. Und ich habe auch, glaube ich, die saisonalen Sachen noch mit drin, genau. Wo haben wir Plus gemacht? Jetzt gucke ich mal, fangen wir von unten nach oben an. Pets fehlen mir leider immer noch die zwei, die mir ja schon seit einer Weile fehlen. Das ist einmal der Larenspringer und der vergoldete Warter. Das sind ja die beiden Pets hier in der Bastion. Da habe ich sowohl beim Rare gerade nochmal umgehauen und bei den Kisten noch kein Glück gehabt. Dann bei den Mounts sind es auch noch die gleichen. Wir werden uns aber heute vier Mounts holen können und zwar will ich ja bei den Nightfee mir die ganzen restlichen Sachen holen. Unter anderem gehören da vier Mounts noch dazu und da werden wir dementsprechend nachher auch noch mal ein bisschen was holen. Dann Sets hat sich nicht viel getan. Da sind jetzt tatsächlich mehr Items drin. Letzte Woche war nur noch ein Item drin. Jetzt sind wieder acht drin. Es kam nämlich ein Update. Und hier sind ein paar neue Items im All the Things mit aufgetaucht. Unter anderem ist dieses Set von den von der Fraktion hier von den Nightfee mit dabei. Marasmius oder wie die heißen. Das ist diese Pilzfraktion. Und jetzt sind halt zählt halt nicht nur das Token als ein Item, sondern die Unter-Items sind jetzt hier drin. Deswegen sind da jetzt halt mehr drin als davor. Berufe hat sich nichts getan. Hergestellt auch nichts. PvP auch nichts. Ereignisse hat sich auch nichts getan. Wir haben einige Items bei Ereignisse rausbekommen. Und zwar haben wir das ein oder andere bei den Covenants weiterbekommen. Ich habe ein bisschen die Covenant-Kampagne weitergespielt. Ich bin ja zu den Kyrianern wieder geswitcht. Also ich habe die Nightfee Covenant-Kampagne fertig gemacht, habe jetzt auch die Covenant-Kampagne von den Kyrianern mit dem Main komplett abgeschlossen und dementsprechend fehlt mir jetzt nur noch die von den Ventir. Ne? Ich hatte die ja ursprünglich schon alle gespielt auf meinem zweiten Account, bloß das zeigt leider All the Things nicht an und jetzt habe ich es auf dem Main nochmal extra gemacht, unter anderem, weil ich es im All the Things haben will, aber auch um bei den Quests ein bisschen höher zu sein. Und das hier ist die Weltrangliste quasi von den Quests, die man auf einem Char gespielt hat. Also sprich nicht auf dem Account, sondern bei dem Char. Und mittlerweile sieht es recht gut aus. Ich bin jetzt auf Weltplatz 2 mit 12.148 Quests. Der weltweit Beste hat knappe 50 mehr, sogar 53 Quests mehr gemacht. Heißt, da sind es noch ein bisschen was, um aufzuholen. Ich brauche aber noch einige Quests bei den Ventier. Da habe ich erst die halbe Kampagne durch. Und ich habe dann noch beim Gluthof sind dann einige Quests. Die würden sogar reichen, um ihn zu überholen. Oder sie, ich weiß es ja nicht. Ne? Ich weiß aber halt auch nicht, wie viel die andere Person hier quasi noch von diesen Quests offen hat. Dementsprechend, ja, ist so ein bisschen eine Motivation, da noch weiter zu basteln und dann auch auf dem Main nochmal die Quests zu machen. Genau, da bin ich unter anderem jetzt auch dran. Gut, dann muss ich mal gucken. Overall fehlt mir hier eh nicht mehr so viel. Bei Sanctum fehlen mir halt immer noch diese Eier, ne, wo die Mounts drin sein können. Das ist nicht mehr so viel. Bei den Kyrianern ist es jetzt einmal, dass ich noch auf Renown 40 kommen muss. Ich bin jetzt bei den Koreanern auf 38, also wahrscheinlich nächste Woche bin ich bei den Koreanern auch auf Max. Was habe ich dann hier noch? Sanctum Upgrades. Da muss ich so einen NPC holen, der, ja, das muss ich wahrscheinlich mit einem zweiten Account machen. Da gibt es so eine Auswahl irgendwie auf Renown 4 und dann kann man sich zwischen mehreren auswählen. Ich habe anscheinend den falschen genommen, also da kriege ich nochmal einen anderen Anhänger. Und gut, das sind die Mythic-Waffen, ne, das Transmog, da sieht es halt leider im Moment noch schlecht aus. Da müsste ich irgendwann mal im Mythic-Raid noch unterwegs sein.
Hier ist es irgendwie komisch, bei den Necrolords sind mir jetzt die Anhänger, die ich eigentlich gesammelt habe, hier drin. Also ich weiß jetzt nicht, warum das nicht so ganz funktioniert. Die habe ich eigentlich. Ich habe auch die Quest dazu gemacht. Also I don't know, warum das rumbackt. Ach, und ich habe anscheinend den Titel Die Baronin wieder verloren, weil ich ja von den Necrolords weggegangen bin. Was halt jetzt kacke ist, ich kann die Titel halt nicht alle gleichzeitig haben. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich nochmal, bei jedem Covenant einen Twink auf 40 bringen, das für All the Things, ne, dass er das speichert, weil wenn ich switche, dann sind die anscheinend immer wieder weg, das ist so ein bisschen blöd. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen dran, die Covenants durchzuswappen, mir die letzten Sachen noch zu holen. Ich werde jetzt als nächstes wieder zu den Ventiers switchen, dann dort die Renown-Quest weitermachen und dann dementsprechend am Gluthof schon mal ein bisschen weiter zu basteln. Jetzt gucken wir mal noch weiter hier bei Erfolgen. Habe ich irgendeinen Untererfolg noch geschafft? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ach ja, genau. Ich habe die... Natürlich weiß ich, was ich gemacht habe. Man sieht es ja, ich habe die 250.000 Phantasma gefarmt. Das war ein Riesengrind. Wie konnte ich das vergessen? Das war... Also, ich mache das ja mit einem Druid, ne, mit meinem Main. Mit einem Worry kannst du es an dem bequemen Nachmittag machen. Mit dem Mainscher, mit meinem Druid, habe ich halt keine Möglichkeit, extra Phantasma zu bekommen. Das war ein Riesenrotz und ein Riesen-Timesink. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und jetzt will ich erstmal Torghast nicht mehr sehen, das kann ich euch sagen. Heißt mit dem Main, ne? Fehlt mir jetzt hier, was zumindest bei den ganzen Covenants außer den Venti angezeigt wird, noch 11 Erfolge. Und diese 11 Erfolge sind alle unter Shadowlands Schlachtzüge. Und da sind es halt einfach die Mythic-Kills, das sind halt 10 Mythic-Kills und das Meta-Achievement, ne? Heißt, wenn ich einmal Mythic durchgehen würde, ich bin schon überleben, ob ich mir dann Boost eventuell kaufe, dann habe ich zumindest alle Erfolge, die mir auf einem Char angezeigt werden. Ich habe die Kyrianer, die Necrolord und die Nightfae-Achievements alle, aber ein paar von den Vent hier fehlen mir noch, weil die ein bisschen time-gated sind. Mit dem Gluthof, das ist ein bisschen blöd, aber da bin ich auch dran. Zumindest aber, was mir auf dem Main angezeigt wird, hätte ich dann alle, ne, wenn ich da einmal noch durch den Mythic Raid durch würde. Dann World Beute ist es eigentlich gleich geblieben, hat sich nichts geändert. Außenbereich muss ich mal gucken, da habe ich irgendwie 11 Sachen wegbekommen. Ah ja, genau, ich habe am Sonntag war das, haben wir in Ravendress das ein oder andere gefarmt. Und zwar haben wir da sowohl bei ein paar Rares-Items gefarmt, beziehungsweise die Kisten-Loot-Geschichten haben wir ein paar Sachen geholt, zumindest, dass wir mit dem Druid farmen kann. Ich habe gesehen, dass mir hier noch das ein oder andere fehlt, was ich mit dem Stärke-Char noch holen kann in den Kisten. Da muss ich aber ein bisschen drauf abwarten, oder ja, ein bisschen drauf warten, dass die richtigen Kisten kommen. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber wir haben da wieder ein bisschen was gut gemacht. Und ja, so langsam wird es. So viel ist es ja eh nicht mehr im Außenbereich. 77 Sachen sind es jetzt noch. Und die meisten sind eh hier in Oribos. Die Sachen, die man bei den Händlern kaufen kann. Und das ist hier das PvP-Gear. Ne? Also ihr seht, allein 41 Items sind diese PvP-Items. Und die sind halt doppelt drin. Die hat man nämlich einmal hier unter im Oriboss bei den Händlern und dann auch nochmal hier unten bei PvP. Also das ist halt immer auch so ein bisschen irreführend, dass im All the Things die Zahl hier oben nicht unbedingt was auszusagen hat, denn oft sind halt Sachen unter verschiedenen Reitern doppelt drin, ne? Das zeigt dir halt jede Quelle, wo man es quasi bekommen kann an. Und bei den Dungeon-Schlachtzügen hat sich auch was getan, da haben wir 6 Items wegbekommen, das ist unter anderem, wenn wir hier reingucken, ist LFR rausgeflogen, weil ich das letzte Token hier bei den Kyrianern eingelöst... Nee, oder? War es bei den Kyrianern? Nee, bei den Ventier war das letzte Token, genau. Und NHC habe ich endlich den Kopf bekommen. Heißt, ich habe einmal das komplette Set hier fertig im NHC. Jetzt geht's halt mit HC weiter, da fehlt mir halt auch noch der Kopf, also nur ein Item. Und ja, dann ist halt noch Mythic hier drin. Aber wie gesagt, Mythic Raid war ich die Season nicht und dementsprechend fehlen mir da alle Items. Genau, das war's soweit. Heißt, 100 Sachen haben wir fast plus gemacht, oder? Doch, es sind sogar über 100 Sachen. Und jetzt würde ich sagen, tun wir das noch ein bisschen erhöhen und kaufen bei den Nightfae noch das ein oder andere ein. So, okay. Also, dann swappen wir mal auf meinen anderen Account rüber. Und zwar bin ich hier einmal bei den Nightfae mit meinem Twink-Char. Mittlerweile hat er sogar auch ein bisschen Gear, ne? 210 für so einen Twink, wo ich eigentlich nicht viel mache, außer Anima-Farm, ist schon ganz nett. Und hier war es so, dass wir die Hälfte an Sachen gekauft hatten
ich glaube, 100, fast 100 kamen wir hier schon reingelatzt und dann gingen wir das Anima aus. Und jetzt habe ich nochmal 4 Wochen gefarmt gehabt und jetzt habe ich hier 31.000 Anima noch rumliegen, beziehungsweise ihr seht auf der Bank, das ist einiges an Anima. Ich weiß nicht, wie viel es genau ist. Ich hoffe, dass es um die 100.000 ist, dass es reicht, dass wir uns alles kaufen können und das werden wir uns jetzt einfach mal anschauen, ob das reicht, ne? Ob das 100.000 sind, ich hoffe es mal. So. Jetzt können wir hier auch All Those Things ausmachen. Hier habe ich halt nichts geupdatet auf dem zweiten Account. Ist aber egal, wir brauchen eigentlich nur die Items von den Nightfee. Und dann schauen wir jetzt einfach bei den Händlern hier mal rein, was mir noch fehlt. Ich glaube, bei dem Typen bin ich das letzte Mal stehen geblieben. Haben wir hier alles gekauft, tatsächlich? Mir hatten, glaube ich, auch ein paar dankbare Gaben gefehlt. Irgendwie 30, gut, mittlerweile habe ich schon wieder 200 drüber. Ah, seht ihr, hier fehlen noch Sachen. Okay, also merken wir uns, wir sind bei 31.500, bloß dass ich so ein bisschen am Ende zusammenrechnen kann. 31.500, die Zahlen sind jetzt egal, dass wir so ein bisschen zusammenrechnen können, wie viel wir dann overall gefarmt haben und ne, dass ich das so ein bisschen auf dem Schirm habe. Gut, okay, also dann fangen wir mal an. Hier brauche ich das Item noch für 3,5 und das brauchen wir auch noch für 3,5. Oh, warte mal, ich mache mal den Sound an. Dass wir dieses befriedigende Geräusch hören, dass wir was quasi an Transmog gelernt haben. Das ziehen wir jetzt gleich mal an. Ach ja, da ist es. Tun wir den Stab hier runter schon mal. Okay, dann müssten wir eigentlich alles bei dem Händler haben, oder? Wie heißt der? Marlan heißt der Kollege. Marlan ist hier nicht mehr in der Liste. Gut, den haben wir schon mal. Wen haben wir dann hier noch? Das ist der Mythic-Händler. Gut, da kann ich mit Anima nichts anfangen. Den brauchen wir nicht. Dann haben wir einen, ich glaube, das ist die Pilzfraktion, oder? Der verkauft uns einen Mount und ein paar Umhänge. Den brauchen wir dann noch. Was haben wir hier? Hier haben wir, ah, der war im Konservatorium der Königin drin, ne? Den müssen wir einmal holen. Und dann haben wir die andere Fraktion noch. Also es gibt eine, die Pilzfraktion, die ist hier oben. Und die andere ist, glaube ich, hier unten mit dem Händler. Heißt, da müssen wir dann mal hinfliegen, ne? Mal schauen. Und hier sind halt auch die teuren Sachen drin. Unter anderem haben wir da, ich glaube, 3-mal einen Token. Sowohl Waffen als auch Set-Token für die Sets von den Nightfee. Ihr seht, 2 habe ich schon, ne? Das Kampagne und das Roomset. Und die anderen beiden müssen sich halt über Anima kaufen. Gut, jetzt müsste ich, glaube ich, hier genau 12.500. Das können wir uns jetzt einmal kaufen. Da gibt es nämlich dann einige Items raus. Okay, jetzt rastet es ein bisschen aus. Ihr seht schon, vielleicht hätten wir den Sound doch nicht anmachen sollen. Gut, haben wir das schon mal? Hat der noch mehr? Warte. Das habe ich mir jetzt geholt. Mein Zeug ist das Beste. Checkt ihr das nicht? Ah, okay. Er ist da anscheinend bloß ein bisschen langsam. Gut, also das haben wir auch. Dann muss ich jetzt noch zu den 2 anderen rüber. Jetzt schauen wir erstmal noch zur Pilzfraktion. Hätte ich gesagt. Die ist nämlich auch hier im Pakt-Sanktum, wie man es schimpft. Herz des Waldes. Da haben wir nämlich oben den schicken Port. Ich habe mit dem Twink schön immer die Dailies gemacht, ne? Und habe dementsprechend die Fraktion auf Ehrfürchtige gebastelt. Heißt, wir müssten uns eigentlich alles kaufen können. Das Problem ist, es gibt auch einen Titel und den hätte ich ganz gern beim Main. Und ich hätte auch beim Main ganz gern die Fraktion auf Max-Ruf. Dementsprechend kann ich das beim Main jetzt nochmal farmen. Aber gut, es dauert so 1-2 Monate, wenn du die im Questientag machst. Das geht, ne? Es ist halt ein bisschen Aufwand, aber naja, was willst du machen? Das ist so ein Langzeitziel. Das werde ich bestimmt auch nicht vor 9.1 fertig bekommen. Aber so nach und nach kriegen wir das zusammen. Jetzt dürfte ich wahrscheinlich eh nicht mehr so viel Anima haben. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal was einzahlen. Also, wir sind es noch 12.000. Ah, ne, warte mal, der hat nur die Dailies. Er hier hat die Items, ne? Also, wir haben das Waffentoken für 30.000, das können wir uns nicht kaufen, das ist tatsächlich zu teuer. Aber wir können uns hier die anderen Sachen holen. Das wären 7.000. Aber wir können uns einmal den Rücken hier holen. Dann haben wir noch einen Rücken. Und dann haben wir noch genau 5.000, dann kaufen wir uns noch einen Mount. So, wo war das? So, einen Mount haben wir, einen Rücken haben wir. So.
So, okay. Dann müssten wir mal das ganze Anima ausgegeben haben. Oder wie viel haben wir jetzt noch? Ja. Da ist das ganze Anima einmal weg. 69 Anima habe ich noch. Manchmal muss man einen liegen lassen. Ich spare mir jetzt meinen Spruch, ne? Um jugendfreundlich zu sein hier in der Aufnahme. Aber ihr wisst, was ich meine. Mm. So, wir zahlen jetzt nochmal ein bisschen was ein. Und dann können wir uns gleich für 30.000 das nächste Teil kaufen. Dann müssen wir gleich nochmal einzahlen. Deswegen ist es halt hier arschig teuer, weil diese Tokens schon wirklich hier sehr viel kosten, ne? Also da zahlst du schon ein. Ich müsste eigentlich genau Cap zahlen, weil sonst muss ich nochmal hoch. Jetzt gucken wir mal hin. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Komm, bitte genau 35.000. Ach, ich hasse dich, Blizzard. Jetzt muss ich zweimal da hochlaufen, den Ladebalken. Weil ich habe ein Mount, was 5.000 kostet. Und ich habe ein Token, was 35.000 kostet, ne? Das machen die doch absichtlich. Das machen die doch absichtlich. Die hätten ja das eine nur irgendwie 29 und das andere 5.000, dann wäre es ja gegangen. Das Cap ist so nervig. Das Problem ist, das hängt so ein bisschen davon ab, was man für Tokens kriegt, ne? Es gibt ja einmal Tokens, die bringen 250, glaube ich, sind die epischen. Dann gibt es 35er Tokens, dann gibt es, glaube ich, 5er. Und es gibt 3er, das sind die PvP-Tokens. Und wenn das halt nicht aufgeht von der Bank bzw. aus dem Inventar, dann geht es halt nicht genau auf 35, sondern kriegst du halt sowas Zerhacktes. Wobei, ich habe doch noch ein paar 3er und 5er Token. Ich frage mich, warum ich jetzt, ne, warum ich jetzt bei 34.984 bin, aber naja, gut. So, dann kaufen wir uns jetzt einmal das Waffentoken. Zur nächsten Aufgabe. Aber schau mal, das könnte man 2 Stunden noch umtauschen. Heißt, wenn man swappt, könnte man sich auch das Waffentoken holen, sein komplettes Anima mitnehmen, ne? Fällt mir gerade auf. Also hier müssten wir jetzt einige Waffenvorlagen bekommen. Holy moly. Und da müsste ich auch alle kriegen, die ich nicht unbedingt tragen kann, oder? Jetzt schauen wir mal bei den Waffentokens. Ich habe einen Dolch bekommen, einen Stab. Streitkolben, noch ein Streitkolben, Faustwaffe, Stab, Zauberstab, Bogen, Kriegsleve, genau, ich krieg auch die Geschichten, die ich im Endeffekt nicht tragen kann. Okay, gut, jetzt brauchen wir hier noch das Mount. Müsst ihr schon gehen? So. Also wir müssen jetzt nochmal Gold, oder nicht Gold einzahlen, sondern nochmal Anima einzahlen, dass wir nochmal die 5.000 zusammenkriegen, sonst kann ich mir das Mount nicht kaufen. Echt bisschen nervig. Ein bisschen nervig. Aber jetzt haben wir quasi nochmal plus 30.000 rausgehauen. Dann haben wir jetzt 61.000. Holy moly, ne? Ich hab jetzt schon 61.000 rausgehauen. 5.000 haben wir hier noch drin, jetzt zahlen wir ein. Ich hoffe, ich krieg nochmal Cap raus. Okay, wir haben nochmal Cap drin. Diesmal sind es sogar 34.999. Dann gehen wir hoch. Es müsste eigentlich reichen. Ne? Jetzt kann ich nochmal 5.000 für das Mount raushauen. Und dann habe ich noch eine Fraktion, wo wir auch nochmal, glaube ich, 25.000. Ja gut, also es müsste reichen. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht haben wir sogar overcapped, ne? Mal gucken. Mal gucken. Das sind halt auch nochmal 2 Mounts, einen Waffentoken und ein paar Umhänge bei der anderen Fraktion drüben. Benötigt ihr etwas? So, also das Mount kaufen wir hier. Die Königin wacht über uns. Gut, dann ist damit noch ein Händler rausgeflogen. Zusätzlich sind jetzt hier noch diese Seelengestalten drin. Das ist mir aber ehrlich gesagt beim Twink egal. Mit Main war ich ja letzte Woche. Bei den Nightfeder habe ich mir diese ganzen Seelengestalten geholt. Ach, übrigens, das fällt mir gerade ein, da habe ich jetzt vorhin gar nicht drüber geredet, es gibt ja ewig viele Seelengestalten und ich hatte ein bisschen Luck, ne? Es gibt ein paar, die ein bisschen seltener sind. Und zwar eine Seelengestalt bekommst du von so einem Rare, den man ziemlich beschissen bekommt. Das ist der hier, der läuft hier so rum und die habe ich sogar mit dem Twink auch, die Seelengestalt. Aber den Rare zu spawnen, zu bekommen, musst du so Hörner blasen, ne? Und ums Verrecken, ich kann es euch sagen, ich habe die ewig oft abgelaufen, ich habe die nicht gekriegt. Dann habe ich irgendwann eine Gruppe aufgemacht und Leute gesucht, die mit mir zusammen farmen. Und dann ist halt, ne, hat sich halt da erstmal keiner für gefunden, der da mitmachen wollte, also zumindest übers Tool nicht.
Aber irgendwann hat mich einer angeschrieben, hey, er hat den Typen gerade vor sich, ob ich mit reinjoinen will. Also es hat sich gelohnt, da eine Gruppe aufzumachen. Da habe ich den mit umgeboxt und mit dem Main die Seelengestalt gekriegt, was eigentlich recht nice war. Also musste ich da gar nicht selber die Hörner farmen für. Und dann eine andere Seelengestalt, die kriegst du von dem Endboss von der anderen Seite. Und da, ich glaube, die hat eine relativ beschissene Drop-Chance tatsächlich. Ich bin zweimal reingelaufen, also ganze zweimal. Und beim zweiten Mal ist es gedroppt, ne? Also ich richtig Luck gehabt. Mir fehlen noch ein paar andere, unter anderem aus PvP gibt es auch noch ein paar Seelengestalten. Aber die kann ich halt erst wieder farmen, wenn ich wieder bei den Nightfilmen mit dem Main bin. Ich bin ja wegen den Seelen die ganze Zeit am Hin- und Her-swappen. Halt, welcher ist denn der Flugmeister? Da drüben ist der. Und dementsprechend, ja, wird es noch ein bisschen dauern. Warte mal, ich habe schon nochmal eingezahlt jetzt, ne? Ja, genau. Ich habe nochmal Cap draufgehauen. Ach nein, ich bin voll Idiot. Ich bin ja Nightfee, ne? Da hast du hier den Flugmeister gar nicht, sondern den hast du da drin. Das ist das Problem, wenn man so viele verschiedene Char spielt, dass man da durcheinander kommt. Das finde ich übrigens aber auch nicht so geil gelöst, dass jeder Covenant seinen eigenen Flugmeister hat, weil du dann einfach die Problematik hast, dass du nicht alle Flugpunkte sammeln kannst. Ne? Das interessiert jetzt wahrscheinlich die wenigsten, aber für mich ist das tatsächlich schon relevant. Ich finde es halt dämlich, dass die hier einen eigenen Flugpunkt haben, obwohl hier der normale ist. Ne? Jetzt habe ich halt den normalen nicht mehr, sondern nur den da drin. Also ein bisschen komisch. Jetzt müssen wir mal gucken. Es müsste eigentlich reichen. Also ich habe 5.000, 10.000. Dann hast du hier 3,5, 3,5, also 7. Und, oh boy, nein, warte. Also das zusammen sind 35k und hier habe ich nochmal 7k. Das könnte vielleicht doch knapp werden, ne? Also ich muss jetzt quasi teuren Sachen kaufen. Gucken wir mal. Einer von den Händlern war es, ne? Nee. Vielleicht? Jetzt kaufen wir erstmal das Token für 25. Lernen wir das mal. Okay. Meine Preise sind sehr vernünftig. Wirklich? Jetzt könnte ich mir beide Mounts kaufen. Oder wir kaufen ein Mount und einen Umhang, weil ich habe nicht genau, also 10k, wenn ich genau hätte, ne, dann hätte das gereicht. Wir kaufen uns jetzt, ne, wir kaufen uns die beiden Teile. Also für 7k. Wir müssen das irgendwann wiederholen. So. Muss ich halt nochmal zurückfliegen, was halt total blöd ist, tatsächlich. Halt, warte mal, ziehen wir das mal nochmal an und tut den Umhang hier runter. Gut, also mir fehlen jetzt noch 10k, um die beiden Mounts kaufen zu können, ne? Ich habe jetzt ausgegeben, wie viel waren das jetzt? 25k und 7k, ne? Halt, wir müssen zum Flugtypen. Hör zu. Also plus 25.000 plus 7.000. Heißt, wir haben jetzt ausgegeben 93.500 Anima und ich brauche jetzt nochmal 10k. Ne? Also sind es knapp über 100k, sind es 103.500, falls ich mich nicht verrechnet habe. Ich habe jetzt noch 3k, heißt, ich brauche jetzt noch 7.000 Anima. Ich hoffe, ich habe das, dass ich mir die Mounts noch kaufen kann. Das wird wahrscheinlich knäpplich. Wahrscheinlich ist die Bank jetzt leer, weil er hat mir hier schon ein bisschen was vom Inventar abgeknapselt. Jetzt müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, ich bin ganz gut hingekommen mit dem Anima. Dann wären wir nämlich mit dem ganzen Zeug, was man für Anima kaufen kann, durch. Die Nightfee sind ja der letzte Covenant, wo wir jetzt noch was gefehlt haben. Ne? Ich habe ja letztens die Ding noch fertig gemacht, die Kyriane. Jetzt schauen wir mal. Ich habe nur 5.700, ne? Ich muss mir nochmal 5.000 farmen. Ja gut, das sind ein oder zwei Tage Worldquests machen, ne? Oh boy, es reicht halt nicht ganz, ne? Ich wusste schon, dass es knapp werden wird, ne? Ich wusste schon, dass es knapp werden wird. Also ich habe jetzt 5.300 plus 5.300. Das waren jetzt vier Wochen Worldquests gemacht, ne, mit dem. Zwischendrin habe ich ja die Ventier-Sachen gekauft, also ich glaube, ich habe die Ventier-Sachen gekauft, ne, oder waren es die Ventier, ne, ich war bei den Kyrianern habe ich gekauft, dann bei den Ventier, dann den Rest bei den Kyrianern
Und jetzt wieder bei den Dings, ne, bei den Nightfair. Also es sind 4 Wochen seither vergangen. Und ich habe so gerechnet, dass ich so in etwa so 25.000 in der Woche mache, ne, an Anima. Und ich habe jetzt gemacht in 4 Wochen 98.800 Anima. Heißt, die 25.000 Schätzung, die ich etwa abgegeben habe, ist relativ nah dran, ne. Also geteilt durch die 4 Wochen, seht ihr ja, sind 24.700. Also das, würde ich sagen, ist relativ close an 25.000 dran, ne. Deswegen dachte ich mir schon, es wird wahrscheinlich ziemlich knapp. Alles, also ich muss jetzt nur ein, zwei Tage Worldquests machen. Alles. Komm, ich kaufe mir das Gorman-Ding. Auf bald. Okay. Jetzt hauen wir den Rest mal weg. Mal wieder an. Und das hier. Ja gut, aber... Also... Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht reicht, aber ein Item fehlt jetzt quasi noch. Das ist jetzt nicht dramatisch. Da bis zum Wochenende kriege ich das fertig gefarmt. Dann muss ich jetzt halt noch ein, zwei Mal Ding machen. Oder ich hole mir das über Missionen rein, ne? Das dürfte ja auch nicht der Stress sein. Warum kann ich das nicht verkaufen? Diesen Gegenstand will der Händler nicht haben. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Oder ich mache vielleicht noch morgen nochmal eine Runde, so 2, 3, vielleicht, wenn es gut läuft, 4.000 kriege ich an einem Tag rein, je nachdem, wie viele Worldquests da sind. Vielleicht laufe ich nochmal den Raid oder so, dann müsste es eigentlich gut sein. Okay, jetzt haben wir uns mit dem alles geholt. Jetzt kann ich mal auf dem Main nachschauen. Wir sind jetzt hier runter auf 662 Items und 99,11. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Hier Shadowlands, Nightfee, was da jetzt noch drin ist. Warte mal, den muss ich wahrscheinlich jetzt hier nochmal refreshen, oder? Warum checkt der nicht, dass ich das habe? Also das hier ist der... Das hier ist der Mythic-Händler, ne? Der fehlt raus. Aber irgendwie checkt der nicht, dass ich die Sets habe, ne? Das blickt der nicht ganz... Wahrscheinlich müsste ich dann auf einen Nightfeature einloggen, dass er das blickt. Ich habe das jetzt nochmal refreshed. Jetzt gucken wir mal. Refreshen wir es nochmal. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier reingucke, ne, auf die Sets, dann kann er halt nur die Kyrianer-Sets auslesen, weil die anderen mir nicht angezeigt werden. Ist halt ein bisschen blöd. Oder vielleicht muss ich mit dem anderen mal einloggen. I don't know. Aber dann was macht, aber hier sehen... Warte mal, das hat er jetzt irgendwie auch nicht gecheckt, dass ich das Set habe, oder? Was hat denn hier jetzt noch die Brust drin? Ich habe doch jetzt die ganzen Dinger fertig. Ich habe doch das Token gelernt. Naja, gut, vielleicht spackt da auch das Addon noch ein bisschen rum, ne? Aber wie ihr seht, habe ich jetzt die ganzen Sets fertig. Hier werden jetzt irgendwie zwar noch die Dinger angezeigt. Warum auch immer... Warte mal, hat er jetzt hier die Brust irgendwie nicht gecheckt? Was ist denn das für ein Set? Das ist doch das hier. Aber die Brust habe ich. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich da einmal oder zweimal noch reloggen, einen Dings machen. Und dann nochmal einen, wie heißt's, ein Debug. Gedöns, aber das zieht sich immer ein bisschen, das soll jetzt nicht mehr Teil vom Video sein. Zumindest haben wir jetzt die ganzen Sachen einmal eingetütet. Ich vermute, dass ich das halt jetzt dann nochmal irgendwie debuggen muss oder irgendwas, ne? Also wir können jetzt mal kurz gucken, ob wir es schnell hinkriegen, weil ich würde ganz gerne sehen, was die schlussendliche Zahl dann ist, weil die Sets machen tatsächlich schon ein bisschen was aus. Gucken wir, debuggen was und refreshen es nochmal. Wenn es nicht geht, dann, ja, seht das ja aus dem Titel, was ich overall habe. So, jetzt muss ich es nochmal einmal refreshen. Sehe, wenn ich debugge, vorher, wir waren doch hier bei 99,11. Naja, gut, wahrscheinlich muss ich nochmal neu einloggen. Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder ein paar Items runter mit dem Ganzen. Das blickt er irgendwie jetzt hier nicht. Wahrscheinlich blickt er das erst das nächste Mal zu den Nightfee-Swap. Für Anima habe ich mir jetzt bis auf einen Mount aber tatsächlich bei allen Covenants alles gekauft. Und ja... Damit sind wir auch durch mit der Episode. Ich werde jetzt, weil wie gesagt für Anima ja alles durch ist, demnächst anfangen, mir so ein bisschen in den Collection Updates was Neues zu suchen. Und zwar, seht ihr, habe ich mir schon einige Marken mittlerweile über die letzten Wochen und Monate zusammengefarmt. Wir sind jetzt bei 1400 von den Ehrenabzeichen.
Und das wird so das nächste sein, was wir uns kaufen wollen in den Collection Update. Mit dem Druid Set bin ich ja schon fertig bei PvP, wie ihr seht. Also da sind nur die aktuellen Shadowlands Sachen noch drin. Aber ich will mir bei den anderen Rüstungsklassen so nach und nach mal die ganzen Sets zusammen kaufen und oder die Waffen. Und dementsprechend werden wir da ein bisschen weitermachen. Und mal gucken, da werden jetzt diese 1400 Marken sicher nicht reichen. Ich weiß, dass man da sehr, sehr viele Marken braucht. Also das ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich will das so nach und nach, das Zeug mir zusammenkaufen. Und ja, da werden wir ein bisschen was investieren. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Collection-Update wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis dann. Ciao.